Lalami, sitzt hier mit einem Bruder, der zu den Glücklichen gehört, die den Islam angenommen haben. Derjenige, den Islam annimmt, dem werden alle Sünden verziehen, Alhamdulillah. Und wenn der vorher Christ gewesen ist, dann kriegt er sogar den doppelten Lohn, weil er hat an zwei Propheten geglaubt. Alhamdulillah. Bruder, wie ist dein Name? David. David jetzt. Und was warst du, wie alt bist du, wann bist du zum Islam gekommen und was warst du vorher? Mein Name ist Dawood, wie gesagt, ich bin 21 Jahre alt. Das ist jetzt mein zweiter Ramadan, Alhamdulillah. Und an dem ersten Tag des letzten Ramadans bin ich Alhamdulillah Muslim geworden. Und Alhamdulillah. ich war vorher katholischer Christ. Ich komme aus Portugal, beziehungsweise aus Deutschland, bin halb Deutscher, halb Portugiese. Und Alhamdulillah Muslim. Und inshallah meine Familie auch, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dawood, wie, sagen wir mal, war früher deine Meinung von Islam? Und was war der Weg, der dich dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen? Also das ist, ich komme aus Dortmund. Ich komme aus einer Gegend, wo 90% Muslime sind. Aber man hat diesen Islam, also ich persönlich habe den Islam nie gesehen. Ich habe einfach, die haben gelebt wie ich. Die haben ganz normal alles gemacht. Und Islam kannte man nur vielleicht aus dem Fernsehen oder aus, Passport-Muslime. ganz genau so Ja. ähnlich. Und ich habe jetzt nicht den Unterschied gesehen. Den Ja. Unterschied jetzt zu mir. Diesen Muslim, ich bin Christ gewesen. Was war der Unterschied? Und aber irgendwann kam ich an einen Punkt in meinem eigenen Leben, zu sehen, wo geht mein Weg hin? Ist das, woran ich glaube, überhaupt das Richtige? Und Alhamdulillah, Allah hat mich dahin geführt, die Wahrheit zu erkennen. Und dann Alhamdulillah bin ich Du hast Muslim gesagt, du geworden. warst vorher katholisch Ja. gewesen. Wie kam es dazu, dass du dich gefragt hast, ist das, was ich glaube, das Richtige? Wie kam es dazu? Das kam einfach dazu, aus mir selbst. Ich habe viele Fragen gefunden, die mich interessiert haben, wonach ich gefragt habe und worauf Leute keine Antwort hatten. Und genau auf diese Fragen hat der Islam mir Antworten gegeben. Und Antworten gegeben, ich hatte immer eine Vorstellung von meinem Leben. Immer. Aber dann habe ich viele Sachen vom Islam gefunden und subhanallah, ich habe das gesehen, habe gedacht, genau so habe ich vorher gedacht, genau so habe ich mir mein Leben vorgestellt. Genauso war meine Meinung gegenüber zum Beispiel dem Propheten Jesus a.s. Subhanallah. Zu sehen, wie denke ich über dich? Ich kann niemanden, ich kann keinen Menschen anbieten, der genau anbeten, der genauso ist wie ich. Ja, Genauso im wie ich. Prinzip, ja. Es kann nicht so sein. Und Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Und der Prophet Muhammad sallam, der sagt ja auch, dass jeder Mensch wird mit der natürlichen Veranlagung geboren. Mä min mauludin illa yuladu al fitr. Also die Menschen werden immer mit der natürlichen Veranlagung an Gott zu glauben geboren und dann die Väter fa'abawahum yuhawidani wa yunassirani wa yumajisani. Und die machen die dann zu ihrem, bringen die dann Genau. auf diesen falschen Weg, zu Juden, Christentum oder zumindest Feueranbetern. Und du sagst jetzt auch, dass du in deinem Inneren gespürt hast, dass das nicht Genau. richtig ist, Menschen Genau. anzubeten. Und ich hab gemerkt, dass es war eine Art Entwicklung. Ich war vorher auch feiern, ich habe geraucht, ich habe getrunken. Und ich habe vor 3 Jahren aufgehört zu rauchen, ich habe vor 2 Jahren aufgehört, feiern zu gehen. Und dann, ich habe gemerkt, dass meine Seele immer mehr danach schreit, nach dem Schöpfer, den anzubeten. Und Alhamdulillah bin ich dann Muslim geworden, aber es war wie gesagt eine Entwicklung. Ich habe gemerkt, dass ich habe im Sommer jeden Tag zu Gott gebetet, dann noch halt anders. Und ich habe gemerkt, auf einmal, einen Tag, auf einen von anderen Tag habe ich gemerkt, ich sage nicht mal Gott, ich sage Allah. Allahu Und Akbar. Allahu Akbar. Und ich wusste nicht warum, ich habe dieses gemerkt, immer diesen Drang gehabt. Und auch das Jahr davor war auch Ramadan und wie gesagt, ich wohne in einer Gegend, wo es viele muslimische Leute gibt. Und ich habe das gespürt, dass es irgendwas Besonderes ist. Ich habe gemerkt, ich möchte auch dahin, wo diese Leute sind. Alhamdulillah. Und dann hat Und Allah mich dahin geführt. du hast vorher, bevor du Muslim wurdest, hast du auch einige Bücher gelesen, dich Genau, damit beschäftigt, ja. Und von anderen Religionen auch, oder? Genau, ja, ich hab viel über das Christentum gelesen natürlich, weil ich natürlich erstmal da anfangen muss, wo ich stehe. Ja. Und dann habe ich viel gemerkt, dass das nicht passt. Ich habe buddhistische Bücher gelesen. Und dann, Alhamdulillah, habe ich angefangen mit Büchern, die Religion verglichen hat. Ah. Vergleich zum Beispiel, das Buch, mit dem ich angefangen habe, war Die fünf Jesus im Weltreligionen. Islam. Ach so, Jesus Jesus, im Islam. Subhanallah. Alhamdulillah. Und was ich da gelesen habe, wie der Islam über Jesus denkt. Zum Beispiel, was ich auch wichtig finde für alle Nicht-Muslime, die wissen sollten, dass Jesus auch ein Prophet des Islams ist. Ja. Dass er ein sehr wichtiger Prophet ist. Ja. Und dann die Einer Sicht der größten, daraus, ja, einer genau. der größten. Alhamdulillah. Und dann dadurch Und kam so das. ist dann der Iman nachher in dein Herz gekommen, Also, dieses es war Lesen etwas, und was so. mein Herz gepackt hat. Und wo das Licht immer größer wurde. Und zum Beispiel, es hat mein Herz so gepackt, dass ich wusste, der Imam hat mich gefragt, willst du das jetzt schon machen? Jetzt, am ersten Tag von Ramadan. Und ich habe gesagt, ja, ich will das tun. Und Alhamdulillah, es haben mich viele Brüder dorthin geführt, mir viel beigebracht. Und ich habe mir gedacht, ich bin ein Mensch, ich habe kein Problem, vor Leuten zu reden. Ja. Und an diesem Tag hat er gesagt, komm heute, Tarawih-Gebet, komm dann. Und ich wusste nicht, was Tarawih ist. Und ich bin da hochgegangen und ich habe die Leute gesehen, bumm, die Moschee war voll. Und ich bin nach vorne gegangen und ich habe mir vorgenommen, ich werde, nachdem ich die Shahada sage, den Leuten noch was sagen. Und
es gibt auch eine Aussage, dass wenn jemand die Shahada macht, die Steine anfangen zu wackeln. Und es war in mir auch so. Ich wollte sagen und ich, an diesem Zeitpunkt, ich konnte nichts sagen. Mein Hals war wie zu. Ich habe gesagt, ich wollte noch da und ich konnte nichts sagen. Ich habe die Shahada gesagt und Alhamdulillah. Und auch die Nacht danach, die Al-Qadr im Ramadan. Ja. Und subhanallah, ich verstehe kein, Alhamdulillah, ich kann jetzt Koran lesen, aber ich verstehe kein Arabisch. Aber trotzdem, nachdem der Imam dann den Koran abgeschlossen hat und die Dua gemacht hat, in mir war so ein Imam, dass ich geweint habe, Allah, ohne aufhören zu können. Es war so dieses Gefühl, dass Allah einem so nah ist, Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, das ist echt krass. Nee, also die ganze Geschichte so, die ist schon echt berührend. Also mit anderen Worten, ich fasse das nochmal zusammen. Du warst schon jemand, der nach der Wahrheit gesucht hat. Deswegen hast du Christentum verglichen, Islam verglichen, Buddhismus verglichen. Und dann hast du einfach gesehen, du bist in diesen Iman hineingewachsen und du hast es auf gar keinen Fall bereut. Nee, überhaupt nicht. Es war auch eine Art etwas anfangs lustig, weil ich dann natürlich im Ramadan morgens zum Fajr-Gebet zur Moschee gegangen bin und ich aber keine Schule mehr hatte. Und meine Mutter dann gesagt hat, wo willst du hin um 4:30 morgens? Wohin? Ich gehe aus dem Haus, ich muss immer rausschleichen. Und wie haben deine Eltern jetzt reagiert im Nachhinein? Die haben das ja bestimmt. Also ja, natürlich. Also am Anfang war es so, dass meine Mutter etwas skeptisch war, weil wie gesagt, die Leute bei uns sind ein bisschen, prägen falsches Bild und meine Mutter hat immer ein falsches Bild davon. Aber jetzt, Alhamdulillah, macht meine Mutter kein Schweinefleisch mehr, kauft nur noch Halal. Es war sogar eine witzige Sache. Wir haben Allah sie recht leiden. Inshallah. Es war auch eine witzige Geschichte, weil bei uns gibt es viele marokkanische Geschäfte. Und meine Mutter ist so darauf fixiert, kein Schweinefleisch für mich zu machen. Die ist zum marokkanischen Geschäft gegangen, ist reingegangen, hat gesagt, ich möchte gerne Wurst kaufen. Und sie hat diese weiße Wurst gesehen. Ist normale Rindwurst, die man braten kann. Ja, ja. Aber das sieht halt aus wie Schweinewurst. Und dann ist sie zu dem Mann, zu dem Verkäufer gegangen, hat gesagt, ja, ich möchte einmal die Wurst. Aber das ist kein Schweinefleisch und im marokkanischen Geschäft ist kein Schweinefleisch. Da hast du, nein, natürlich. Das sieht aber aus wie Schweinefleisch. Ganz sicher, dass das kein Schweinefleisch ist für meinen Sohn. Der ist kein Schweinefleisch. Und Alhamdulillah. Willst du noch den Leuten, sagen wir mal, der muslimischen Bevölkerung, du hast eben erzählt, dass einige Muslime, also da kam raus, dass das Dawa-Stopper sind. Das heißt, wenn die Muslime sich richtig benehmen würden, dann hättest du bestimmt viel früher etwas von Islam gesehen. Willst du etwas für die Muslime sagen? In Deutschland leben. Also eins, was sehr wichtig ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, wenn man im einen, wie wir jetzt zum Beispiel, wenn wir lachen, wenn man Spaß hat, dass man den Tod der Genüsse erwähnen soll, das ist der Tod, also den Tod zu erwähnen. Ja. Weil das ist ein Thema, das die Leute heutzutage nicht unbedingt nicht besprechen. Und auch die Sure, eine Zeile in der Sure Al-Muminin, die sagt, glaubt ihr, dass wir alles, was wir erschaffen haben, zu einem Spaß für euch und einem Zeitvertreib gemacht haben, ohne dass ihr zu uns zurückkehrt? Also es ist 100, wie du auch vorhin schön gesagt hast, dass wir alle zu ihm zurückkehren werden. Und auch was du gesagt hast, was sehr wichtig ist, das Wichtigste ist, zum Beispiel, ich habe jemanden gefragt, fastest du, einen muslimischen Bruder, fastest du? Hat er erstmal, natürlich, war für ihn wie eine Beleidigung, natürlich faste ich. Aber der Bruder betet nicht. Also das Wichtigste ist das Gebet, die Säule des Islams. Egal, wenn du krank bist, brauchst du nicht fasten. Wenn du kein Geld hast, kannst du nicht zu Hajj fahren. Aber beten musst du immer, egal ob du krank bist, im Bett liegst, im Zug sitzt, egal wo. Also das Gebet ist das Wichtigste, was dich von den ganzen Sünden wegzieht. Und das Wichtigste ist, fang an zu beten. Egal ob du, ich kenne Brüder, die gehen auch feiern, die nehmen Drogen und sagen, ja, ich will nicht anfangen zu feiern, guck mal, zu beten, ich gehe noch feiern, ich mache noch das. Aber wie du auch in einem Vortrag schön gesagt hast, das Schlimmste, was du machen kannst, nicht zu beten. Weil ohne, dass du anfängst zu beten, wie willst du weg von den Sachen kommen? Also, inshallah fangen wir alle an zu beten, wenn wir es noch nicht tun. Alhamdulillah. Und dann für die Nicht-Muslime noch. Für die Nicht-Muslime ist einfach wichtig, macht alles aus eurem Kopf raus, was die Presse, was irgendwelche anderen Leute in euren Kopf bringen, alles raus und einfach selber zu suchen, einfach selber ein Buch in die Hand zu nehmen, zu lesen und zu wissen, was ist der Islam, ihn einfach kennenzulernen, ohne irgendwas im Kopf, ohne irgendwelche Vorurteile. Weil wenn ich irgendjemanden kennenlernen will und ich habe schon ein schlechtes Bild von ihm, wie will ich ihn dann kennenlernen? Alhamdulillah.